Ja, hallo, hallihallo, meine Leute, Freunde, wie auch immer. Tut mir leid, dass ich jetzt länger nicht da war, aber ich bin im Moment ein Filmer machen im Spiel Spore. Vielleicht kennt das jemand von euch und deswegen, ich habe da auch zwischenzeitlich viel zu tun mit der Ämter und ach, alltäglichen Scheiß halt. Und ja, jetzt bin ich halt wieder da und spiel weiter Tenchu 2, dieses Endlos-Spiel. Und ja, wir waren beim letzten, also ich musste das Spiel nochmal komplett neu spielen, weil mein Emulator irgendwie nicht mehr funktioniert hat und deshalb die Memory Card nicht mehr da war und ja. Ich bin aber nur durchgerannt und deswegen ich hoffe, dass es stört euch nicht. Da waren wir jetzt hier im Bambuswald. Also war das letztes Level und jetzt sind wir halt in der Kansenkaverne, wo wir auch mit Ricky Marco reingerannt sind. Und achso. Ach, ja komm, scheißegal. Dann starten wir einfach. Ja, wie gesagt, da ich das Spiel nicht spielen musste, bin ich jetzt so relativ zur Steuerung vertraut. Und yeah.
Ich werde auch in naher Zukunft mir einen neuen Rechner kaufen, sodass ich auch mal etwas modernere Spiele spielen kann, weil ich habe von digitalen Leuten gehört, ich habe von einfach mal Gebiete bekommen, auch wirklich moderne Spiele zu spielen. Und oh.
Für ein Schiff. Zero, es ist fast fertig. Das mächtigste Kriegsschiff aller Zeiten. Endlich wird mein Traum wahr. Eine Welt regiert von den Ninja. Genau. Wir werden nicht länger gezwungen sein, uns wie Diebe im Dunkeln zu verstecken. Wir bestimmen, wie wir leben und wie wir sterben. Lady Kagami! Halte den Mund. Ich spreche mit Sie. Verzeihung, Lady Kagami. Was wollt ihr? Es ist ein Eindringling in der Höhle. Vermutlich ein Azuma-Ninja. Großartig. Darauf haben wir gewartet. Hört zu. Wir ändern unseren Plan. Macht euch bereit zum Auslaufen. Unser erstes Ziel, die Festung Goda. Ja, Lady. Zero, wisst ihr, warum wir die Festung Goda zerstören werden? Der einzige Zweck unseres Daseins war es, im endlosen Kampf zwischen Toda und Goda zu dienen.
Doch jetzt ist Toda gefallen. Goda ist der Letzte, der noch zwischen uns und der Freiheit steht. Wenn wir jemals die Ketten loswerden wollen, die unsere Seelen seit Generationen halten, dann muss Goda vernichtet werden. Koste es, was es wolle. Kommt jetzt. Es ist an der Zeit, den Feuerdämon zu rufen. Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters. Ich warne die Festung. Bleib du beim Schiff. Einverstanden. Ich habe wieder keine Statistik gesehen, aber ganz ehrlich, die wollte ich auch gar nicht sehen. das muss man sich nicht unbedingt antun. Ich speichere. Und warum der Sound lackt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das wird alles enden, wenn ich den neuen Rechner habe. ja. Dauert nicht mehr lange. Akt 3, Einsamkeit. Naja. Ich hoffe. Sie werden Kiko nichts antun. Der Feuerdämon, finden Sie die Truppe, die da am Deck des Schiffes bla bla bla. Das konnte ich so schnell nicht lesen. Naja, ich zweimal das, zweimal das. Ach, der Sound. Thank you.
Thank you.
Bye.
Stopp, kleines Mädchen. Genbu schützt Lady Kagami. Oh, Genbu, seht doch, was sie anrichtet. Sie ist es nicht wert, beschützt zu werden. Alle sagen, großer, dummer Trampel zu Genbu. Alle lachen. Nur Lady Kagami sagt, Genbu hat es gut gemacht. Sie behandelt mich wie alle Ninja. Mir geht es gut, wenn sie mit mir spricht. Sie ist Genbus Schutzwehr. Und all die anderen in der Festung Goda sind es wert, dass ich sie schütze. Dann müssen wir diesmal wirklich kämpfen. Ja, diesmal kämpfen wir wirklich. Okay, hier mache ich mal ein Safe State lieber, weil ich habe kein Wasser, oder? Oh, my God.
verlieren. Meine Fresse, ich dachte, ich muss das machen töten. Verzeiht, Lady Kagami. Kleines Mädchen, wie ist euer Name? Ayame. Ayame? Ein netter Name. Lebt wohl, Genbu der Weise, Fürst des brennenden Morgen. Ayame, erinnerst du dich nicht, was ich gesagt habe? Dann weißt du Bescheid. Ich muss dich töten. Du hast recht, wir werden kämpfen. Aber du wirst mich nicht töten. Noch ein Fight. Noch ein Kampf. Alles klar. Unverzeihliche Verbrechen müssen bestraft werden. Der Verräter muss sterben. Ayame?
Gut. Bogenschützen, Feuerpfeile bereithalten. Erst mein Meister, jetzt Tatsumaru. Warum müssen alle, die ich liebe, sterben? Lieber stelle ich mich allen Dämonen der Hölle als einem weiteren Moment dieser Leere. Mein Werk ist vollbracht. Es ist Zeit für Ayame Tatsumaru zu folgen. Was für ein süßer Ton. Ich werde ihn vermissen. Und Kiku, ich habe ein Versprechen gegeben. Armes Kind, sie zählt auf mich. Sie muss jetzt so einsam und ängstlich sein, ohne Mutter. Genau wie ich. Ich muss mein Versprechen halten. Schluss mit dem Geheule. Ich muss jetzt stark sein. Ja, und jetzt kann ich wieder keine Statistik sehen, oder was? Nö, anscheinend. Ayame, du hast das geschafft! Ich werde stark sein. Niemand wird mir das nehmen können, was mir am Herzen liegt. Ich verstehe. Was wirst du jetzt tun? Ich will Fürst Goda dienen. Gut, ich begleite dich zur Festung Goda. Das freut mich. Es gibt dort jemanden, für den es sich lohnt zu sterben. Und zu leben. Ja, alles klar. Gut. Ich muss mich noch mal kurz verabschieden.
und nehme dann direkt wieder auf. Also ich drücke nur Aufnahme Ende und dann wieder Aufnahme starten, weil ich kann speichern. Weil ich mache direkt weiter, ich habe jetzt gerade zu viel Zeit. Ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Entschuldigung, da war gerade was draus. Damit ich